Ja, also die Verstärkung, Galopp und Trab, die sind schon einzigartig, denke ich. Und aber auch vor allem die Piaffen, die er jetzt da in der Prüfung gezeigt hat, die waren, denke ich, auch schon sehr hoch anzusiedeln. Man merkt es ja auch von den Reiterkollegen und so, was dann da für eine Resonanz kommt und so, dass sie gesagt haben, so haben die den noch nie gesehen und so. Ich sehe ihn ja zu Hause immer und ich weiß, dass er das alles so kann. Deswegen bin ich auch froh, dass er jetzt das immer mehr da hineinwächst und dass wir das immer besser zeigen können. Es sind auch einige Top-Reiter, so wie Isabel, die ist ja auch schon ganz früh, ganz jung, erfolgreich geritten. Und ich denke, wenn man so ein Pferd hat, dann fällt einem das natürlich umso leichter, um dann schon in dem Alter vorne mitzureiten. Und er hat eigentlich wenig Schwächen. Man muss es halt einfach nur zusammen irgendwie zusammenpuzzeln im Viereck dann. Und dann geht das natürlich auch. Aber natürlich muss man schon immer wieder sich vor Augen führen, wie schnell das alles gegangen ist. Man wird im Reitsport immer wieder geerdet. Und das ist auch deshalb ein Sport, der mir gefällt. Ja, ja, das ist seine erste Kür, die er überhaupt gegangen ist international. Und national ging er in Balve vor ein paar Wochen, hat er da 87, hohe 87 gehabt. Und deswegen, er hatte schon mal mehr, aber national, international war das Premiere jetzt. Ja, ich denke, wir haben in Aachen hier doch noch viel dazugelernt, was Vorbereitung angeht, worauf man achten muss in der Prüfung, vor allem im Grand Prix und im Spezial. Und an diesen Punkten werden wir definitiv arbeiten. Und auch, dass man eine Prüfung vielleicht zu Hause durchreitet, vor dass man aufs Turnier fährt, damit man auch weiß, wo man darauf achten muss als Reiter. Also wir haben schon noch einige Hausaufgaben, die wir machen müssen.